Willkommen zur neuen Folge Let's Play Mario Tennis Ultra Smash. Wir machen weiter bei der K.O.-Herausforderung, dieses Mal jedoch in Zusammenarbeit mit einem Amiibo. So. Ich habe mich übrigens für Toad entschieden. Ich weiß nur nicht, ist das jetzt bei Donkey Kong eingespeichert? Ah ja, okay. Da ist er. Die derzeitige Siegesserie liegt bei 3. Jetzt kriegen wir es also mit dem vierten Gegner zu tun. Das ist Yoshi. Ich hoffe, wir können ihn besiegen. So, wie funktioniert das jetzt? Was? Wir spielen 2 gegen einen? Ist das nicht unfair? Echt jetzt? Das ist doch krass unfair. Naja gut, mir soll's recht sein. Und der schafft's auch noch einen Punkt gegen uns zu erzielen. Das kann doch nicht wahr sein. Naja gut, der Toad muss ja auch erst trainiert werden. Der ist jetzt frisch eingescannt worden, wie ihr gesehen habt. Hat also noch keine Skills und nix. Und ich glaube, das merkt man ihm an. 2, 1. Hab ihn jetzt auch nur eingescannt, um einfach mal die Zusammenarbeit zu zeigen und halt generell die Amiibo-Features hier in diesem Game. Aber dass man hier wirklich dann 2 gegen 1 spielt, finde ich schon ein bisschen krass. Aber nun gut, dann kommt man wenigstens ziemlich weit, oder? Im Normalfall, dass es hier gerade ausgeglichen steht, das ist schon ziemlich traurig. Dafür sollten wir uns schämen. Schwache Amiibo hin oder her, das kann nicht wahr sein. Gut, 3-2. Come on, ja, los. Das war cool, der Yoshi wollte gerade schlagen, aber er wurde kleiner und deswegen hat er den Ball nicht mehr getroffen. Cool. Normalerweise hätte er den erwischt. Übrigens, ich glaube, die Amiibo wird stärker, je besser ich selbst spiele. Wieso nimmt er mir jedes Mal den Maxi-Pilz weg? Ist doch viel klüger, wenn ich den nehme. Da hast du Yoshi. Großer Fehler. Und bam. 156 km/h beim Aufschlag. Not bad. Kann sich sehen lassen. Oh, der Schlag ist aber auch nicht von schlechten Eltern. Hat er gut zurückgedonnert. Jetzt lasse ich mal den Toad machen. Hätte ich vielleicht schon viel eher machen sollen. Aber gut, Toad ist halt nicht der allerstärkste Charakter, ne? Deswegen habe ich ihn eher zur Absicherung verwendet. Schließlich ist er verdammt schnell. Was ich mich gerade frage ist, der Maxi-Pilz wirkt ja nur auf Zeit, ne? Was ist, wenn ich jetzt hier Zeit schinde beim Aufschlag? Ja gut, jetzt habe ich ihn nicht, aber vorhin hatte ich ihn. Kann man da Zeit schinden oder kann man das nicht? Schon wieder hat er ihn! Mann! Dann mach jetzt auch was draus. Hallo, Schlafmütze! Mann. Ich glaube, der Toad ist schlechter eingestellt als leicht. Das ist wirklich mies. Wir verlieren hier noch. Das kann nicht wahr sein. Wir sind zu zweit, verflixte Scheiße. Mann. Spiel, Satz und Sieg. Okay. Oh, das war aber knapp, Mann. Gibt's doch nicht. Wird jetzt hier irgendwo ein Level angezeigt? Für den Amiibo? Nee? Dann halt nicht. Ach doch, hier! Matchdaten werden gespeichert. Soll ich das jetzt speichern? Wirklich? Na gut. Matches bis zur nächsten Fähigkeit? Was sind denn Fähigkeiten? Und da waren verdammt viele Sockel frei.
Sieht so aus, als könnten die Amiibo eine Menge Fähigkeiten erlernen. Vielleicht stärkere Schläge, schnellere Bewegungen und sowas. Würde ich jetzt vermuten, aber ich weiß es nicht. Da das hier aber ein spezieller Amiibo-Part ist, werdet ihr es schon noch erfahren. Jetzt zock mal erstmal eine Runde. Der nächste Gegner ist der Wario und dass er den noch bekommen hat, wird ihm nicht viel helfen. Wir führen mit 1:0. Und nun sind Donkey Kong und Toad ja auch schon ein bisschen eingespielt. Vielleicht klappt es jetzt auch mit einem höheren Sieg. Aber Achtung! Wario ist riesengroß. Oh shit, das wird wahrscheinlich ein Punkt werden. Ja. Das hätte wirklich niemand abwehren können. Ich muss jetzt ein bisschen Zeit schinden. Oh oh. Na gut, er hat den Trickschlag verhauen. Mach mal. Mach, komm. Hol uns doch auch mal einen Punkt, Toad. Und ansonsten gib mir den verflixten Megapilz. Wir lassen mal damit. Oh, der war gut. Aber noch nicht ganz ausreichend. Jetzt jedoch. Hä? Das Ding ist verpufft? Ich glaube, das Spiel will nicht, dass ich den Megapilz bekomme. Gib her jetzt das Teil. Na, also. Jetzt hole ich uns ein paar Punkte, Alter. Zack. ...171 beim Aufschlag. Kann sich, glaube ich, sehen lassen. Das hier auch. Juhu! Komm, komm, komm! Hm, süß. Ist so ein Problem, oder was? Oh, jetzt wird's ein bisschen schwierig. Nein, jetzt habe ich ihm wieder eine Vorlage gegeben, aber abgewehrt. Toad, mach du. Ha! Obwohl er groß ist, kassiert er. So muss das sein. Sieht nach einem deutlichen Sieg für uns aus. Team Toad hat sich also tatsächlich mittlerweile ganz gut eingespielt. Gerade mache ich nicht die klügsten Schläge, aber es reicht ja noch gegen diesen Gegner. Ich glaube auch, dass wir immer noch bei den einfachen Gegnern sind, weil wir kriegen ja auch nur 300 Münzen, wenn wir den jetzt besiegen. Und wenn man das mal mit dem Preisgeld von den vorangegangenen Parts und den anderen Modi vergleicht, dann ist das nicht besonders viel. Also es ist okay, aber es ist nicht besonders viel. Jetzt haben wir 2000 und könnten uns theoretisch einen neuen Platz kaufen, aber der wurde soeben sogar freigeschaltet, daher muss ich ihn nicht mehr kaufen. Juhu! Auch den Wüstenplatz haben wir im letzten Part freigeschaltet. Ich glaube aber, dass in diesem Modus hier der Platz immer zufällig ausgewählt wird. Daher kann ich das jetzt nicht bestimmen, ob der drankommt oder nicht. Wir spielen aber jetzt das erste Mal gegen einen geheimen Charakter. Ja, ja. Mal sehen, vielleicht schaltet man die ja sogar so frei. Heißt, wenn ich die Sprixie jetzt besiege, kann ich sie auch verwenden. Das wäre doch toll. In jedem Fall sehen wir sie jetzt aber das erste Mal hier in diesem Let's Play live und in Farbe. Und sogar in 60 FPS mit 1080p. Ja, das gibt's auch gar nicht. Yeah! Bin schon auf diese Fähigkeiten gespannt. Zwei Siege noch, dann wissen wir Bescheid. Oh, gib mir den Pilz, 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 den Pilz. Ja. Dafür hätte ich sogar einen Gegenpunkt in Kauf genommen. Wow. Den hast du noch gekriegt? Nicht schlecht, Sprixie. Schlägt sich in der Tat gut. Ja, was ist da denn jetzt passiert? Schon. Puh. Das war schwierig.
Wo könnten ihre Schwächen liegen? Aber der Schlagkraft, ne? Oh nein, falscher Knopf! Oh doch nicht, hat noch gezählt, super. Ich hab aus Versehen A gedrückt. Ja, ich glaube, dass sie ähnlich wie Toad schnell ist. Aber vermutlich nicht so eine üble Schlagkraft hat. Ah, jetzt kriegt sie einen Megapilz, Mist. Ja stimmt, wie findet ihr das eigentlich, dass die jetzt hier ein spielbarer Charakter ist? Für all diejenigen, die die Fee nicht kennen, sie stammt aus Super Mario 3D World. Hatte da eigentlich auch nur eine Nebenrolle, also die mussten halt gerettet werden und solche Sachen. Ach komm ey. Daher, was soll ich sagen, ist ein netter Gast, aber ich hätte es jetzt nicht zwingend gebraucht. Trotzdem bin ich immer ein Freund davon, wenn Nintendo so unerwartete Charaktere in andere Spiele einbaut. Denn ich denke, keiner von uns hat die Sprixie als spielbaren Charakter hier in diesem Game erwartet. Fast ein Punkt, ne? Das gibt's doch nicht! So! Klare Verhältnisse. Oh yeah, wir wollen den Matchball. Spiel, Satz und Sieg auf Schläger. Super. Die Serie ist also noch nicht gerissen. Das ist gut. Nun kommen wir zur Frage, ist Sprixie freigeschaltet oder nicht? Na? Heißt das nein? Heißt wohl nein. Na gut. Dann nicht. Ja, ich muss zugeben, ich weiß auch gar nicht, wie man die Charaktere freischaltet. Anfangs dachte ich, man kann sie im Shop kaufen, aber dem ist wohl nicht so. In irgendeinem Spielmodus muss es ja gehen. Ja, der war voll gut, oder? Ah ne, war nur ein Glücksschlag. Ja, trotzdem. Mach du mal. Oh, der ist schön. Muss ein Punkt sein. Ist auch einer. 2-0. Yeah. Ich kriegte leider den Megapilz. Ich habe die Möglichkeit aufzuholen. Uiuiui, shit. Toad, das ist dein Stop. Er ist halt noch jung. Und so unerfahren. Komm, den verwandle ich. Den verwandle ich. Oder auch nicht? Jetzt aber. Das gibt's doch gar nicht. Wieso habe ich den nicht richtig getroffen? Willst aber auch wissen, ne? Unglaublich. Guter Gegner. Man sollte sie nicht unterschätzen. Aber jetzt hat sie einen Mega-Fehler gemacht. Oh nein, sie kriegt, glaube ich, wieder einen Megapilz. Dann kann es hier auch ganz schnell wieder anders aussehen. Oh oh. Shit. Mann, Toad, schmeiß dich halt auch einfach mal rein. Du bist doch schnell genug. Es kann doch nicht sein, dass du nichts drauf hast. Jetzt geh mal vor hier. Scheiße. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich dödel. Komm, Toad, mach. Du willst nicht? Doch jetzt. Zack! Oh, der ist schön für mich. Eine tolle Vorlage. Danke. 5-3.
Es ist noch nicht sicher genug. Aber es gibt mir viele Möglichkeiten, die Sache hier zu entscheiden. So, das muss klappen. Also los. Lass mal den Toad machen. Er ist noch groß. Nicht mehr lange, aber aktuell schon. Und down. Spiel, Satz und Sieg, Rückschläge. So, wie ist es jetzt? Noch ein Match und dann hat er eine Fähigkeit oder kriegt er sie jetzt schon? Weil ich werde das auf jeden Fall in diesem Part mal zeigen, was das bedeutet. So, ja. Tolle Sache. Ne, noch ein Match. Okay. Dann besiegen wir mal schön den Buhu. Für den gibt's 450 Punkte. Ach, das war ja süß. Bedanke ich mich, lieber Buhu. Auch der war nice. Hä? Wie zur Hölle hat er den noch erwischt hier? Alles klar. Der konnte sich irgendwie kurz warpen. Und der schmeißt gleich zwei Megapilze auf einmal. Läuft. Ich kann gerade nur noch abwehren, ne? Nicht gegen das Netz gespielt? 2, 1. Ja, hat er tatsächlich, aber der Ball ist noch bei mir gelandet. Oh, Mist. Sonst wäre es ein Punkt für uns gewesen. So natürlich nicht. Der Typ ist schwierig einzuordnen. Anfangs dachte ich, das ist ein Oberdulli, aber... Yes, Glücksschlag. Toadie, los! Geh drauf! Mach! Ja, aber doch nicht sowas! Mein Schüler ist nicht der Allerklügste. Er muss noch viel lernen. Ja, aber komm, wofür steht der da? Der muss doch einfach nur blocken. Toad, ich werd echt langsam aggro, ne? Du bist hier nicht nur zum Atmen, sondern auch um zu zocken. Irgendwie ist der Buu der zäheste Gegner. Ganz schlimm. 4, 3. Er liegt ja sogar hinten. Check ich jetzt erst. Alter. Oh. Nett. Mach das nochmal. Ja. Das war doch gutes Teamwork. So will ich das sehen. Genau so habe ich es dir doch auch in der Theoriestunde beigebracht. Ja, genau, als ob. Da hast du. Ja, da kannst du dich echt kurz warpen. Und so an vermeintlich unhaltbare Bälle vielleicht doch noch rankommen. Ah, kriegt er den noch? Kriegt er den noch? Ja. Hau ich dir rein. Hat sogar echt geklappt. Auch wenn man sich durchaus fragen darf, wie kann denn
bei einem Buu ein Körpertreffer geschehen. Das ist doch ein Geist. Äußerst fragwürdig. Spiele mir doch mal ein bisschen schöner zu, damit ich draufhauen kann. Na los. Verdammt. Der ist gut. Der heult schon. Aber er hat die Maxi-Phase gut überstanden und sogar selbst noch einen Punkt gemacht. Also ich bleib dabei, Buhu ist ein sehr, sehr fieser Gegner. Unglaublich. Bam. Wirst du wohl jetzt endlich aufgeben? Tot. Ah. 6-6 ist nicht gut. Gar nicht gut. Das ist gut. Ein Punkt noch. Los. Oh, Pilzi, Pilzi. Aber ich glaube, ich kriege ihn nicht mehr. Nee. Mach was draus, Toad. Spiel! Haut drauf! Was machst du denn? Warum lasse ich dich denn spielen? Du Dulli! Boah, meine Serie könnte jetzt ja reißen, ne? Ah, geil! Den hat er jetzt wieder nicht gekriegt, weil er in dem Moment, wo er schlagen wollte, klein wurde. Das ist schon das zweite Mal, dass das passiert. War lustig. Das Ding will hier nicht enden. So, jetzt habe ich das Teil. Dann kann ich jetzt auspacken alles, was ich noch im Repertoire habe. Den kriegst du nicht. Doch! Ah, weil er gegen Ende so mega langsam wurde. Das gibt's nicht. Wir können leider nicht wirklich gegen ihn ankommen. Und liegen jetzt hinten. Ich befürchte, die Serie reißt. Nein. Das gibt's doch nicht. Tod! Mach was! Ja, hallo? Der Typ will mich verarschen. Ein unendliches Match. Can't believe it. Aber wir kriegen noch so ein Megateil. Nein, nicht er, nicht er. Mein Freund konnte ich auch nicht viel draus machen, ich weiß, aber jetzt! Zumindest schon mal den Vorteilpunkt. Gib ihm, gib ihm! Der war mies. Der war gut. Spiel, Satz und Sieg auf Schläger. Oh, endlich, ey. Das war jetzt zäh, ich weiß. Aber Sieg ist Sieg. Dann haben wir jetzt auch mal das Spiel mit Amiibo gesehen. Ihr könnt ja auch online mit denen zocken. Sollte man aber, denke ich, nur machen, wenn man einen gut trainierten hat. Mein Toad ist noch zu jung. Jetzt kriegt er tatsächlich einen zufällig ausgewählten Effekt. Seine Ballreaktion wurde gesteigert. Das ist gut, denn das ist so ziemlich genau das, was ich an ihm so am meisten bemängelt habe. Man kann die Amiibo relativ intensiv trainieren, wie man da sieht. Dann wünsche ich viel Spaß dabei. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Dann zocken wir im
Online-Modus.